Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi Roll P und ich begrüße euch zurück zu Pokémon Schwert. Let's Play Pokémon Schwert. So, wir sind noch auf Route 8. In der letzten Folge sind wir schon ein bisschen weiter gewesen. Und zwar waren wir schon so, ja, hier ungefähr, wo so ein Camping-Dingen war. Oh, das ist auch noch die Route. Okay, ich dachte, wir wären schon direkt dann. Okay, wenn wir noch beschäftigt sein, glaube ich. Und ja, ich bin jetzt wieder hier zurück zum Anfang gegangen, weil wir haben ja noch nicht hier alles erkundet, glaube ich. Wir sind irgendwie nach rechts gegangen und wir gehen jetzt dahin, geh weg. Hier hin. Ach ja, übrigens, ich mache hier schon direkt weiter, ohne irgendwie einige Sachen zu erklären. Und ja, wir flüchten mal natürlich. Ich habe eine Teamausstellung ein bisschen geändert. Und zwar habe ich, boom, den hier gemacht. Schau ich das mal an. Wir haben 3 neue Teammitglieder fürs erste. Und ja, weiß ich nicht, ob die jetzt drin bleiben oder nicht. Das ist noch so, weiß ich nicht, offen. Die 3 machen erstmal Pause. Sie sind außerdem schon ein bisschen überlevelt. Ich habe ein bisschen hier auf dieser Route gelevelt. Ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, der war Level 36 oder so. Der auch, als ich den gefangen habe, in der Naturzone. Und ja. Ich habe die alle auf Level 40 gemacht, war nicht so sonderlich schwer hier auf dieser Route. Man hat, weil nicht so ungefähr 1000 Erfahrungspunkte gekriegt. Und ja, dann habe ich noch einige andere Sachen vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt, weiß ich nicht, Herr von Lauch, du bist zum Beispiel Level 41, ne? Ja, okay, bleib drin. Ich habe einige, obwohl, nehmen wir den kurz mal raus, damit ich so ungefähr zeigen kann, was ich vorhabe. Und zwar, all diese Pokémon hier, die ihr gerade seht, habe ich während meiner Trainingssession gehabt. Ich habe mit diesen Rion übrigens trainiert, was gar nicht mal so schlecht war. Und ja, ich habe das so gemacht. Ich habe Rion reingepackt und ein paar andere Pokémon, zum Beispiel, weil nicht die und so. Und ja, ich habe die so weit hochgelevelt, bis irgendwann die Meldung kam, das, weiß ich nicht, Carpador will sich entwickeln. Also auf Level 20 entwickelt sich ja Carpador, ne? Also ich habe Carpador in mein Team genommen, das bis Level 20 hochgelevelt, dann habe ich B gedrückt. Und ja, dann habe ich das weggepackt, damit wir die Entwicklung live irgendwie sehen können. Besonders bei so Pokémon, die von denen man euch die Entwicklung kennt, wie zum Beispiel dir. Also ja, ich werde wahrscheinlich hier so ein bisschen mein Team hin und wieder ändern und ein paar Pokémon mit ins Team nehmen, die einmal hochleveln. Also die sind jetzt alle ein Level höher, als die sich eigentlich entwickeln würden. Und ja, oder 2, weil ich irgendwie noch mehr Erfahrungspunkte bekommen habe oder so. Und ja, wir sehen ein paar Entwicklungen in diesem Part. Wir mal sehen, was sich dieses, oh, dieses Ding weiterentwickelt. Ein Bronzong. Oh. Ich will übrigens nicht so viel fangen, weil irgendwie die Pokémon schon hier schon zu stark, habe ich so Gefühl. 42. Ich habe so gedacht, Level 40 war jetzt hoch genug. Ach ja, hier. Das finde ich irgendwie ist eine blöde Stelle hier. Ganz da hoch, das ist nur ein Schild. So, und dann da müssen wir allerdings, wo die Leiter da ist. Ja, ich glaube, meine Kleidung habe ich auch wieder ein bisschen geändert, ne? Weiß ich jetzt nicht. Und ja, gut. Weil nicht, Part wird ein bisschen anders. Wir werden viele, hoffentlich viele Entwicklungen sehen. Und dann Pokédex ein bisschen füllen. Kann man so nebenbei machen, finde ich. Das ist, glaube ich, allgemein eine gute Idee. Ich nehme irgendwie so ein paar Pokémon, level die offscreen hoch, nehme die aus meinem Team raus. Und also wenn die sich entwickeln würden, dann packe ich die wieder in mein Team rein, damit wir die Entwicklung, den Pokédex-Eintrag und also was live sehen. Naja, das war so meine Idee. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie wackelt mein Starter jedes Mal, wenn der Kampf beginnt. Ich finde das irgendwie voll nervig. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, was das sein könnte. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie Zutraulichkeit und so. Das mein, weiß nicht, Pokémon Let's Go, glaube ich, auch so. Und hey, da ist noch ein Item. Hey, da ist noch ein Item. Okay, Elixier. Boah. Ah, geht doch mal weg, ey. Ich will euch hier nicht fangen, jedenfalls jetzt noch nicht. Ja, ich hoffe wirklich, das ist nicht Zutraulichkeit, weil das war ein richtig nerviges Funktion, nehme ich mal an. Pokémon Let's Go,
Und da ist jetzt schon wieder ein Ausrufezeichen aufgetaucht. Boah. Geht mir doch jetzt hier nicht so auf die Liste. Also was Zutraulichkeit in Pokémon Let's Go Pikachu mehr oder weniger war, ist, keine Ahnung, die Zutraulichkeit von einem Starter war sehr hoch. Und dann hin und wieder hat das Pokémon automatischen Angriff abgewehrt, weil es mich halt so geliebt hat. Und dann finde ich es richtig dämlich, das macht die Kämpfe irgendwie noch einfacher, als sie eigentlich sein sollten. Hallöchen. Das Leben ist zwar wie eine Reise, aber das Ende des Ziels ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Also ich hoffe wirklich, das ist jetzt nicht der Fall hier mit diesem Spiel auch. Ja, die Zutraulichkeit meiner Pokémon ist voll hoch und was bist du? Und die werden dann automatisch angefärbt. Das ist irgendwie voll dämlich, finde ich. So. Groldra. Bist du ein Geistdrache? Du bist ein Geistdrache. Was? Du hast drei im Namen, also muss ja Drache sein, ne? Außerdem ist diese Animation jetzt mal anzusehen voll nervig, weil wenn du irgendwie offscreen irgendwie, weil nicht leveln willst oder so, musst du ja dich jedes Mal angucken. Nicht, dass ich Igni jetzt zum Leveln wirklich benutze, aber trotzdem Skalück, also glaube ich Unlicht und Flug, ne? Flücker. Boah. Ich nehme halt echt gar nichts aus, ey. Ja, ich will mal meinen neuen Team Pokémon einsetzen. Ich sollte vielleicht irgendwie mal offiziell vorstellen, weil sie mich ein Jahr ist nicht das Ende, nicht so lange man wieder aufsteht und weiterkämpft. Ich habe jetzt einfach gesagt, hier sind ein paar neue Pokémon in meinem Team. Schon gegen viele Arena schon kämpft. Ich hoffe, dass sie alle ihre Ziele erreichen können. Ja, weil nicht. Warum habe ich die in mein Team genommen? Weil ich wollte mal irgendwie ein bisschen Abwechslung reinbringen. So, Little Mary, Mopeko. Little Mary, weil Mary hat so ein Dingen und ja, natürlich. Ich habe den natürlich auch schon alle möglichen TMs beigebracht, die ich hoffentlich, die hoffentlich gut sind, so in der Kombination. Ich verstehe noch immer nicht ganz diese Fähigkeit Heißhunger. Pokémon ändert zum jeden Ende, zum Ende jeder Runde seine Form und wechselt somit zwischen Pappsatt und den Kohldampfmuster. Ich habe keine Ahnung, was irgendeine von diesen Formen irgendwie macht oder so, aber ja. Genau, Name Tiamat. Ich habe mich mal dazu überredet, so ein Teil im Team zu nehmen, weil Wassergestein ist, weil ich irgendwie episch finde. Ich wollte ja eigentlich ein Fossil-Pokémon im Team haben, aber das war irgendwie was Elektro, Eis und das fand ich auch jetzt nicht so dolle. Wollte eigentlich so auch so Wassergestein haben, aber okay. Mit Titankiefer, der kräftige Kiefer des Pokémon erhöht die Stärke von Bissattacken, was irgendwie wahrscheinlich eine Anspielung an Vex ist aus Pokémon Schild. Also mein Team, ein meiner Teammitglieder, die Entwicklung von Voldy. Du hast Felswurf, Fesselbiss, was irgendwie krass ist. Anwender und Ziel können nicht ausgetauscht werden, bis einer von ihnen kampfunfähig wird. Das ist echt krass. So, Schmalhorn und Trugschlag. Trugschlag. Nicht schlecht. Und dann habe ich Blackwing noch, was wahrscheinlich irgendwie das krasseste Pokémon in meinem Moment ist. Weiß ich nicht, das sieht doch irgendwie, guckt sich mal einen an. Zwingt Gegner zu beim Einsatz von Attacken mehr HP zu verbrauchen. Das ist, glaube ich, der exakt gleiche Vogel, den wir onscreen gefangen haben. Und ja, Borschnabel, Starflügel, Gegenstoß, Kehrtwende. Ja, und wir werden mal einige von denen einsetzen wahrscheinlich, ne? Würde ich sagen, wie wäre es zum Beispiel mit Tiamat? Dann guck mal, ob die es bringen. Weil keine Ahnung, Riesen-Nugget. Da habe ich eine TM gesehen. Da rechts seht ihr das hinter diesem Fenster. Wer weiß nicht. Noch ehrlich, ich habe gerade Tiamat im Team. Also in Front. Okay. Weiß ich nicht. Ey. Oh, du bist Dings. Dedene, oder? Togedemaru. Also ja, Dedene. Ja, was verwechselt hier? So.
Gut ist, wir haben Trugschlag. Schlecht ist, ich merke gerade, wir haben doch ein Wasser-Pokémon. Schwebt aufgrund von Magnetismus. Au. Meine Pokémon werden von der Flucht gehen hat. Ach ja, Tiamat hat Überreste, genau. Und dann Trugschlag. Versuchen mal teil zu fangen. Das ist jetzt irgendwie keine Elektroattacken ein, was mich wahrscheinlich one-shotten würde. Aber natürlich hast du was. Ja, danke. Ich habe jetzt Felsenwurf ein paar Mal eingesetzt und weil nicht. Und ich habe deutlich weniger. Felsenwurf ist ja auch so eine Attacke, die so 2 bis 5 Mal treffen kann. Ich habe bis jetzt immer nur 2 oder 3 Mal getroffen. Natürlich. So, komm in mein Team. Also komm nicht in mein Team, aber ich fange nicht mal. Ist aber nicht so schwer zu fangen sein, oder? Wir müssen, weiß ich nicht. Ein kleines Pokémon. Boom. Genauso muss das. Ich könnte schon mal, das Ding sieht irgendwie anders aus. Das sah mal anders aus. Elektrostahl. Der Schweif an seinen Rücken absorbiert Blitze und Angriff von Elektro-Pokémon. Er speichert den so gewonnenen Strom im Elektroschaden. In Elektroschaden, wollte ich sagen. Ich habe mich verlesen. So, hat das jetzt in der richtigen Box oder? So, hier rein will ich, dass ihr alle reingeht. Na, so. Oh. Hey, dann geht mir langsam auf die Nüsse hier. Warum komme ich dann kein einziges von diesen Viechern vorbei? So, ach, dich haben wir schon. Ich dachte, ich hatte dich noch nicht. So, da oben dich haben wir noch nicht. Nicht, dass ich jetzt so viel fangen will in diesem Part, aber ja, oh Gott, ich habe mal gefangen, ne? Glaube ich. Ich habe ich mein Pokémon Schild Team aufgenommen. Da habe ich nämlich noch keinen Kampf Pokémon. Fand ich war besser. So, jetzt mit dir. Du hockst irgendwie hier voll im Weg herum. Hast du nicht auch? Nee, du warst kein Fossil Pokémon, ne? So, du bist Käfer Stein, ne? Also Schmalohren. Das ist voll der krasse Angriff. Steinagel, ja, das wird es nicht so bringen, leider. Oder vielleicht auch. Okay, Stein auf Stein ist neutral. Das habe ich so jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt. So, bitte geh nicht kaputt. Dit. Oh Gott. Kreuzschere, gut. Nicht gut. Na. No. Kreuzschere, Steinhagel, das wäre neutral auf den Lepto, würde ich sagen. So, jetzt geh bitte ohne viel Schwierigkeiten in den Ball rein. Das wäre sehr doll. Ich habe ich auf Rot. Felswurf, das wird ewig dauern. Na, warte mal. Schlangenblick. 4. Ja, mal getroffen natürlich. Ein Schlangenblick ist echt nützlich. Also wie Donnerwelle, nur na, der Pokémon auch Elektro sein kann. Ah, nee, Elektro Boden meine ich. Donnerwelle wird bei Boden Pokémon nicht funktionieren. Oh. Ein Schlangenblick ist halt dann dafür da, ne? Jetzt gehen wir nicht zu sehr auf den Nerven, okay? Bleib jetzt da drin. Ich tue jetzt mal, wenn er da wackeln ist, A drücken. Das scheint irgendwie voll zu helfen. Ist ja eigentlich immer so ein Mythos. Jeder hat ja irgendwie so seinen Trick irgendwie, weil nicht den Controller nach unten zu ziehen, A drücken, A, B. Gibt da so ganz viele Mythen und so, was sowas angeht. Übrigens, der Teil entwickelt sich. Ich will mal sehen, wie du jetzt aussieht. Level 30 ist ganz schön spät, also zeig mal. Ah, Marie Tellit. Das ist wie so ein Cyberbug irgendwie.
so ein Boss aus Mega Man oder irgendwie sowas. Käfer Psycho, es ist allseits als sehr schlaues Pokémon bekannt. Sein großes Gen ist ein Indiz dafür, dass es über mächtige Psychokräfte verfügt. So. Käfergestein, ja. Dieses Pokémon kann trockene Gebiete und verkriecht, mag trockene Gebiete und verkriecht sich bei Regen unter einen Felsen. Zeigt stark ausgeprägte Territorialverhalten. Fällt mir ein, ich habe noch gar nicht den Pokédex-Eintrag von Dings gezeigt. Was war das? Kamalm, ne? Ja, oben habe ich auch gefangen auf Screen. Hier ist von Natur aus aggressive Pokémon, heißt, beißt seine Beute mit seinen kräftigen Kiefer, der selbst Eisenstangen zu machen kann. Und ich habe dann noch ein Pokémon auf Screen gefangen, weil mir gedacht, das tun wir auch schon, darum tun wir uns auch schon mal kümmern. Und das zu finden war, glaube ich, ein bisschen nervig. Also es war nervig, aber hat irgendwie on screen zu machen wäre schon wieder dämlich gewesen. Wo ist es? Ist natürlich ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle sind. Hier Knapfe. Ich muss mal einen Knapfe gefangen, weil braucht man für diese eine Mission, diese Quest oder so. Es verbringt sein ganzes Leben im Inneren eines Apfels, um sich vor Pokémon seine Fressfeinde zu schützen. Imitiert es einen Apfel. Essen Vögel nicht auch Äpfel? Pflanze Drache, das verstehe ich bis heute noch nicht. Entwickelt sich bestimmt mit einem voll krassen Viech oder so, ne? Ja. Durchbruch. Jetzt gehen wir mal endlich so vernünftige TMs. Lichtschild und Reflektor. Oh, ich glaube, wir sind aber fertig, ne? Das heißt, wir können weitergehen. Und hier geht die Route noch weiter anscheinend, ne? Ich dachte, wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir schon direkt irgendwie zu, wie auch immer der Laden noch heißt. So, Schnee, Eis, Caradonis, ne, Jultesto, wer bist du? Du bist ein Schnäppke, glaube ich, ne? Geh weg. So, mal gucken, ob ich ein weibliches finden kann. Du! Bin aber nicht in dich reingerannt, oder? Was bist du denn? Snom nom, was? Es hagelt. Ich habe vergessen, Dings wieder ins Team zu nehmen. Wieder zu beleben, meine ich. Er könnte halt irgendwie einfacher erledigen, habe ich so Gefühl. Ist aus wie so eine andere Version von diesen einen Dingen, ja. Wenn man ganz am Anfang fangen konnte. Wie immer das nochmal hieß. Mabul, Mabuli oder was weiß ich. Miracle Bip. Also machen wir den hier. Na, da jetzt gerade eingesetzt. Käfer, ne? Käferattacke. Käfertrutz. So. Au. Kopfnuss, nehme ich an. Bitte schon nicht erledigen. Oh Gott. So, und dann haben wir mal Tiamat rein. Tiamat, bekannt aus Mythologie. Ich habe gerade vergessen, ein anderes Pokémon in mein Team zu nehmen. Das hat jetzt 7 Schaden gemacht. Wie viel werden wir geheilt? Oh, Dreck. 7. So, ich wollte ja ein anderes Pokémon in mein Team nehmen. Ich wollte halt auch noch entwickeln können. Und ich glaube, ich habe gar keine Galar-Pokémon mehr zu entwickeln. Ne? So, so muss das sein. So ein Käfer-Eis-Pokémon. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Snom nom. Eiskäfer. Es spinnt einen eiskalten Faden, mit dem es sich an deinen Ast hängt. Dabei tut es so, als wäre es ein Eistapfel, um in Ruhe schlafen zu können. So. Oh, packen wir dich hier rein. Das Ding sieht voll krass aus. Dann packen wir dich mal im Team, weil ich will mal wissen, was sich das entwickelt. Davon haben wir irgendwie noch gar nicht die Entwicklung gesehen, ne? Wo wir schon so früh gesehen haben, ne? Ja.
Und ja. Habe ich denn schon wieder alles für neue Items gefunden? Oh, du kannst Durchbruch lernen. Okay. Müssen wir gleich wie, ne? Da ist die Stadt. Oh, das war mal eine kurze Route hier. Hallo, Räderschäfer. Wenn du willst, stelle ich mich dir als Trainingspartner zur Verfügung. Ah, bitte nicht, Matthias. Sieht voll gruselig aus. Warum hast du solche Augen, ey? Okay, das ist perfektes Typing gegen Tiamat. Es handelt mit Rohr. No. Blöd ist, wir haben noch keine Wasserattacke. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich habe, glaube ich, eine TM, aber er wäre Spezialangriff und das bringt es nicht so. Und das war okay. Volltreffer, ich wollte schon sagen. So, danke. Und schon wieder am Volltreffer. Okay, reg dich ab, Tiamat. Er will sich als Teammitglied beweisen. So, oh, perfekt. Das Ding levelt sich auch ab. Oh. Lip. Elektro. So. Repto. Stimmt ja, Erde. Boden, mein Gott. Dürfte jetzt nicht so schwierig werden, ne? Hier schon, natürlich ist das so. Vollkommen andere Attacke. Du hast gegen ein Wasser-Pokémon gekämpft vorhin. Jetzt eigentlich eine Elektroattacke einsetzen müssen, du. So, ich werde, glaube ich, trotzdem getroffen, auch wenn ich mit Schaufel irgendwie in der Erde bin, ne? Mal, mal gucken. Vergräbt sich in der Erde. Wie so ein Bohrer der anderen Seite. Oh, ich werde sogar nicht getroffen. Macht ja eigentlich Sinn, ne? Ich bin unter der Erde, aber weil ich habe irgendwie nicht erwartet, dass das Spiel irgendwie so die Logik herauszieht und das beachtet. Ho, 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 meine Pokémon haben sich so angestrengt, aber bei dir hatten sie keine Chance. Viel Erfolg noch. Aha, ha, ha, ha. Okay, zeig mal. Molly entwickelt sich. Wobei, was? Okay. Hat sich zu Zwollock entwickelt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Spart man einen aus den elastischen Haaren von Zwollock gewobenen Teppich auf, kann man darauf hüpfen wie auf einem Trampolin. Sag bloß. Polizisten sollen früher auf Pferde-Pokémon geritten sein. Was? So. Du kannst auch wieder raus. So, nächstes. Irgendwann hat sich schnell entwickelt, so ein Kampf am besten. Wir haben aber, glaube ich, gar keine Galar-Pokémon mehr. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir auch schon gesehen. Also, weiß ich nicht. Von irgendwas, weil wir noch keinen Eintrag haben. Gabador, komm. Garados. Ich glaube, Garados haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Bist du denn? So, bitte überschütte mich jetzt nicht mit Cutscenes. Ich will eigentlich hier nur ganz kurz rein und gucken. Ach, da ist die Steinarena, glaube ich, ne? Was bist du für ein Teil? Willkommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, muss ich dir sicher nicht mehr sagen. Stadt des Schnees. Ich verstehe. Churchester, eine Thermenstadt, die näher sich historische Gebäude an das nächste reiht. Ist ja nicht jede Stadt bisher gewesen irgendwie. Ich habe mal sagen lassen, Pokémon fühlen sich in ihren Pokébällen und ihren Boxen pudelwohl. Okay. Wem hast du das gehört? Ich habe so viele Kämpfe gesehen. Ich erkenne stark Trainer Pokémon auf einen Blick. Du und der Pokémon kommen mal richtig groß raus. Als Taxi fliegen wir immer durch die Gegend. Da hat sich mein Kramor eine Pause redlich verdient. Die Frau am Empfang hält sogar alle Pokémon in den Boxen. Ich hoffe, sie übernimmt sich nicht. Okay, das ist auch so eine Frage, die irgendwie so offen stand für mich.
Carpador. Carpador. Jedes Mal, wenn ich halt irgendwie die Anime gehört habe, sieht mal so angehört, als wird halt irgendwie kurz vorm Sterben sein. Was wahrscheinlich gar nicht mal so falsch war irgendwie, ne? So. Oh, kann ich Eismann kaufen? Eiscreme ist besonders lecker, wenn man sie bei kaltem Wetter isst. Irgendwie nicht. Warm Wetter, was drehst du eigentlich? Ich würde gerne ein Gelatropo fangen, aber ich bin leider etwas zu alt, um im hohen Gras herumzuschleichen und Pokéball zu werfen. Willst du ein Gelatropo gegen meinen Joy Test zu tauschen? Das würde mich sehr glücklich machen. Dann frage ich wohl einen anderen Trainer. Weil seine Hoffnung zerstört. Es gibt zwar Eis-Pokémon, aber ich habe noch nie von Schneemann-Pokémon gehört. Sind Schneemänner Pokémon? Nein. Glaube ich. Die Wassertemperatur ist auch heute wieder ideal. Kann wohl das Pokémon gerne in diesen Thermen baden. Wenn es geschneit hat, kann man Eis-Pokémon gar nicht mehr richtig sehen. Ja, Hagel-Dingens, ne? Wie auch immer diese Fähigkeit nochmal ist. Schneemantel, glaube ich. Muss ich die Ausweichkarte erhöht. Beim Hagel. Ich warte auf jemanden. Mein FM hält mit seinen Ultraschallwellen auch Ausschau. Hotels sind toll. Man muss sich weder um sauber machen noch um die Wäsche kümmern. Wir haben es geschafft, Tickets für die erste Reihe im Stadion zu bekommen. Manchmal riecht man da zwar eine Attacke, aber das macht es gerade so spannend. Was? Ja, wenn die sich so Dynamaxen, dann ist halt ein bisschen gefährlich. Kannst du auswählen, welchen der beiden Häuser von Hotel Iona du nächtigen möchtest? Okay, jo. Kann sogar noch. So, normalerweise warten noch bestimmt Trainer. In so Hotels oder so, ne? Ich warte auf meine Frau. Hm, eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Ist allerdings nicht immer ratsam, als beim Namen zu nennen. Ich hasse meine Frau. Hallöchen. Das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Reaction. Nanu, wer bist du denn? Ich will mich hier gerade mitten in meinen Schlussfolgerungen. Also sterbe ich nicht. Okay. Wo ist mein Pokémon hin? Ich will einfach nur, dass er mich schnell gehen lässt. Ja, wir werden verdächtig kriminell zu sein. Bist du auch hier, um dich verdächtigen zu lassen? Ich sollte mich wohl zunächst einmal vorstellen. Gestatten, der Name ist Heims, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich in der dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Anschuldigungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Bären gegessen, die in der Lobby auslagen. Ich habe die drei Personen, die sich zum Zeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass man mich ständig jemand stört. Entschuldigung. Ja, bist du da? Störenfried. Ich nenne dich hiermit zu meinen Assistenten. Und die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Ja, ehrlich. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was? Die Bären? Ich habe sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Das war ein Pokémon. Also dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg an Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit dem Bären zurückhalten. Du hast auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit hineingezogen zu werden, was? In der Lobby gab es eine riesige Menge Bären, die hätte ich nie im Leben alle essen können. Da ist der Übeltäter. Ah, da ist es ja. Wo warst du denn? Hast du Bären im Mund? Spuck sie aus. Spuck sie aus! Und sein Mund herumklebt eine große Menge Bärensaft. Hehehe. Dem ich alle Aussagen gehört habe, kann ich nur entschuldigen. Ihr seht, da sind Sie, Frau Tänzerin. Was? Wieso denn ich? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie der Lauchstange eines Porentas. Keine Ahnung. Herr von Lauch dreht einfach nur den Kopf. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte? Ich bin kein Hochstapler. Ich bin ein Meisterdetektiv. Der ist total inkompetent. Klär du die Sache auf. Ich bin schockiert. Denkst du auch etwa, dass ich die Schuldige bin? Nö. Wenigstens du kapierst es. Denkst du etwa, ich bin der Täter? Gut, ich darf nämlich keine Bären essen. Was? Ich soll der Täter sein? Du hast mir einen Schreck eingejagt. Ja. Was? Raffel ist der Täter? Impossible. Oh, er hat recht, sein Mund ist ganz voll geschmiert. Ja, es hat ganz klar Bären gefressen. Das
tatsächlich, es ist völlig verklebt von Bärensaft. Raff, raff. Boah. Das andere habe ich von meinem Assistenten auch nicht erwartet. Hier ist eine Belohnung für das, dass du den Fall gelöst hast. Eine Großlinse. Mach die nochmal. Ach, ausgezeichnet, ich bin überglücklich. Und denn alle miteinander leben sie wohl. Hey, stehen geblieben. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich laufe ihn auch mal hinterher. Raffel. Ja, Großlinse, mach Großlinse nochmal. Kenne ich das Item. Genauigkeit. Ach. Interessant. Raff, ich raff's nicht. Dann hast du den Fall mit den Bären gelöst, also ich habe Raff ordentlich ausgeschimpft. Gut so. Züchtige das Teil. Ich meine, gib ihm Liebe. Ist doch genau das gleiche. Dieses innere Tytox helfen beim Reinmachen, Reidemachen aus. Aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich vielmehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Yay. Kannst nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich habe es nie gelernt. Ganz gerade nicht. Okay, ich wollte schon sagen, ich habe es nie gelernt, mit dem Fahrrad zu fahren. So, hey, ein Ninja Turtle. Mit dem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide bei der Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Es klingt fast so, als würde die Kreide schreien. Heben in diese Tieren, dann kannst du selber auch solche Geräusche verursachen. Kreideschrei. Ja, ja. Ich bin gerade voll hart gefacebombt. Natürlich Kreischrei. Ja, ein Kreischrei. Wenn so etwas mitten in der Nacht auf den Schlaf reißt, stößt man bestimmt kein gleich ein Angstschrei aus. Vielleicht kommt ja auch der Name. Ja, deswegen habe ich gerade ein Facebook gemacht. So. Was ist denn hier los? Tränen sind eine starke Waffe. Wenn ich jemanden beiden sehe, werde ich sofort schwach und gebe nach. Wärst du gerne in der Lage, eine solche Attacke einzusetzen? Weiß ich nicht. Täuscht beiden vor dem Spezialverhältnis Ziel stark zu sinken. Ich bin Rocker, meine Mucke, tja. Sie empfängt die Herzen taffer Kerle und zu Tränen rührt sie meine Perle. Doch eins ist mir echt zuwider, und zwar Todtränen auf meine Lieder. Neue Vanilla Eis. Mein Team sind nur Pikachu, mit ihnen hole ich mir den Titel des Champs. Nein. Okay, ein paar TMs bekommen und. Sagt doch was? Nee, von der Lampe. Hab den oberen Teil der Lampe nicht gesehen. Nur gelbe Dingen. Gut, okay. Haben wir hier ein bisschen was gemacht. Aber ich will noch mein Carpador entwickeln. Komm, wir fangen mal so ein. Er ist nie Joy Testo oder Caradonis. Ich glaube, die langen waren Caradonis. Kalten Städten braucht man einfach Feuer-Pokémon. Findest du nicht auch? Dank Thermopod ist mir immer schön warm. Zu kalten Städten passen Eis-Pokémon einfach am besten, oder? So wie Snomnom zum Beispiel. Ich glaube gerne noch den Rest der Stadt hier erkunden. Die sieht noch relativ groß aus. Wenn ich meine neue Frisur zulege, aktualisiere ich auch meine Liga-Karte. Aber ich kann mich einfach nicht für eine Frisur entscheiden. Deshalb ändere ich die ganze Zeit alles hin und her. Gleich Frisur kann je nach Person einen völlig unterschiedlichen Eindruck machen. Ja. Wir beiden schon eine Boutique gesehen, das fand ich schon mal sehr gut. Wir sind überall noch voll viele Türen, ne? Okay, mach mal im nächsten Part. Dann fangen wir auch das eine Viech im nächsten Part, würde ich sagen. Gut, aber weiß nicht. Wir sind noch beschäftigt hier, glaube ich, für nächstes Mal, bevor wir die Arena machen. Wir müssen auch dieses Knöpfen abgeben und so. Also ja, mal schauen, was ich im nächsten Part alles mache. Definitiv noch nicht die Arena, aber kommt noch, ne? In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann teilt doch mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.